Der zweite Teil unseres Gesprächs mit Valentin und Lennart steht an. War quasi über Telefon einmal um die halbe Welt. Und zur Erinnerung, die beiden sind mit 19 Jahren mit ihrem eigenen Schiff in die Karibik gestartet und ja, genießen da jetzt ihre Zeit. Echt coole Sache, haben wir uns gesagt. Deswegen mussten wir uns einfach mal mit den beiden unterhalten. Wer den ersten Teil verpasst hat, der kann jetzt hier oben oder da oben in einer von den beiden Ecken erscheint so ein kleines i. Der kann hier Stopp machen und sich den ersten Teil da anschauen. Und dann natürlich wiederkommen, weil es gibt wieder ein paar sehr interessante Ansichten der beiden und Infos, wie man das als 19-Jährige überhaupt leisten kann. Fangen wir an. Ja, genau, wir sind ein bisschen von der Atlantiküberquerung abgeschweift. Ja, genau. Ist euch da noch was auf dem Herzen? Ja, ich wollte noch sagen, dass es eigentlich ganz anders war, als ich dachte. Ich habe es mir anstrengender vorgestellt. Wesentlich anstrengender, ja. Und wir dachten halt, das wäre ein bisschen mehr Action. Also wenn man so die Geschichten hört, dreimal gegen einen Wal gefahren. Ja, genau. Also wir hatten uns, jetzt fällt es mir wieder ein, wir hatten uns ein bisschen mehr Aufregung vorgestellt, also und auch mehr Aktivität im Wasser. Also wir haben eigentlich. Einmal haben wir kurz in der Nacht Delfine gesehen, das war es dann aber auch schon, das war ein bisschen schade. Ja, und wir hatten auch wenig auffällige Windwechsel, sage ich mal. Also mal wechselte es vielleicht von 3 zu 4 Windstärken oder von 4 zu 3 oder mal von 3 zu 5, aber da war halt sonst nichts Großartiges. Ich habe da halt schon mal, Dingi, habe mir so ein bisschen, ich sag mal, krassere Squalls oder so vorgestellt, wo dann man ganz gemütlich segelt, 3 Windstärken und plötzlich knallt es mit 7 oder 8. Aber das hatten wir nicht einmal. Wir sind auch manchmal einfach mit gerefften Segeln weitergefahren, weil wir es so schön auf dem Wasser fanden und gar nicht so schnell ankommen wollten. Ja, man wird dann irgendwann faul. Faul wird man auch, ja. Ja, wir sagen immer, das Leben ist sehr einfach auf See. Wenn es eigentlich nur daraus besteht, zu essen, aufs Meer zu gucken und wieder zu schlafen. Ja, und ab und zu ist man dann auch am Segeln. Aber im Passat war das echt. Ja, ich weiß nicht, ob wir eine gute Zeit abgepasst haben oder Glück mit dem Wetter hatten. Aber es war halt schon ein Traum. Sehr konstant und immer schönes Wetter gehabt. Wie habt ihr es denn mit dem Wetterbericht gemacht? Wo habt ihr den herbekommen? Wetterberichte hatten wir nicht. Ja. Also wir haben vorher mal bei Windy geguckt, ne, bevor wir los sind. Sonst waren wir da Bevor ihr in Deutschland los seid, habt ihr mal bei Windy geguckt, ja? Ja, aber ob die nächsten 3 Tage gut sind, waren okay. Also sind wir losgesegelt. Ja, wir dachten uns, was soll groß kommen? Also ich meine, auch mit Wetterbericht, draußen sind wir ja sowieso. Wir sind sehr Fans von dem ganzen, dem Motto von Wilfried Erdmann. Also wir warten aber mit Reffen so lange, bis halt der Wind gekommen ist und nicht, weil der Wetterbericht gesagt hat, in der Stunde kommt mehr Wind. Und also nach dem Sinne, wir passen uns dann an die Gegebenheiten an, die wir so vorfinden und planen nicht so unbedingt voraus. Oh, sind sie noch da? Es schien wohl zu lange die Sonne aufs Handy und jetzt sagt er uns, das iPhone muss abkühlen, bevor es benutzt werden kann. Das kann. ist Karibik. Das iPhone ist zu heiß zum Benutzen. Was zu sehen? Wenn man keine Technik an Bord hat, hat man auch keine Ahnung von Technik. Ja, hatte ich auch noch nie. Ist zu warm hier in der Karibik. Ja, also unser Lieblingsoutfit ist eigentlich in Boxershorts rumzulaufen. Also an Bord, ne? Ja, wenn wir auf See sind so und das ist immer die richtige Temperatur dafür. Ja, das vermissen wir so ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen sehr. Genießt es. Oh ja. Irgendwann müsst ihr euch wieder warm anziehen. Wir sind stehen geblieben beim Wetter, ne? Oder? War das noch Ja, genau. oder später noch? Echt mutig, dass ihr einfach nur mal kurz Windy checkt und dann 2 Wochen auf dem Atlantik, hey. Wir fühlen uns einfach so extrem sicher auf See. Das ist ganz komisch. Auf unserem Boot. Auf unserem Boot auf See ist es einfach, weiß ich nicht. Wir machen uns da gar keine Gedanken mehr drüber. Vielleicht liegt es daran, dass uns noch nichts großartig passiert ist. Aber weiß nicht, wir haben so ein Vertrauen zu unserem Schiff entwickelt, dass wir uns gesagt haben, egal was kommt, wir halten das schon durch. Und das wird schon. Einfach machen. Wir haben auch nichts Großes erwartet tatsächlich auf dem Teil der Barfußroute, auf der Atlantiküberquerung in die Richtung. Wir gehen einfach nicht davon aus, dass was Großes kommt. In diese Richtung geht es auch. Ja, da kannst du, in diese Richtung kannst du problemlos, ja, eigentlich ohne Wetterbericht segeln, aber in die andere Richtung dann hoch zu. Da sieht das Ding dann schon ganz anders aus. Ja, genau. Naja, da sind wir dann nicht mehr so ganz lässig.
Da wollen wir auch dann optimale Route segeln, um schnell wieder zu Hause zu sein. Also ihr wollt jetzt nach dieser Saison auch wieder zurück über den Atlantik, ja? Ja, wollen, müssen, ja, beides. Ja, wir wollen schon. Also ich will auf jeden Fall nochmal von West nach Ost über den Atlantik. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen, ich sag mal, aufregender, interessanter wird. Gerade mit den wechselnden Winden. Na, also ich würde gerne noch ein Jahr dranhängen hier und dann erst zurück, aber das passt jetzt nicht so in Lennarts Zeitplan mit der Mini-Transat. Und deshalb bleiben wir jetzt bei unserem Ursprungsplan und machen die Runde jetzt zu Ende und segeln dann so bald wie möglich nochmal mit viel mehr Zeit los. Genau. Nochmal um die Welt, aber mit 10 Jahren oder so. Also 10 Jahre Zeit. Das ist nochmal jetzt der nächste Traum dann für eine Langfahrt. Allein die Strecke, die wir bisher abgesegelt haben, da würden wir schon mindestens 3 Jahre für einplanen. Um das so zu machen, wie wir das gerne machen wollen würden. Ja, manchmal ist es dann schon ein bisschen deprimierend, wenn man sich gerade an so eine Insel gewöhnt hat und die Leute kennengelernt hat und dann muss man eigentlich schon wieder los. Manchmal, also meistens lernt man sogar gar keine Leute kennen und ist schon wieder weg. Das ist ein bisschen schade. Was war denn eure liebste Insel bisher? Ja, eigentlich Grenada, ja. Grenada, oh ja. Grenada war richtig gut, ja. Weil es war halt extrem grün, grüner als wir uns es nie hätten vorstellen können, glaube ich. Ich glaube auch Grenada war so richtig das Ankommen in der Karibik. Wir sind ja eigentlich Barbados angelaufen als erste Insel. Aber dort waren wir irgendwie, das ist ja auch nicht so für Segler bekannt, waren wir noch nicht so richtig angelaufen, war in der großen Bucht von Bridgetown. Das war relativ anonym, da haben wir trotzdem ein paar Leute kennengelernt, waren auch surfen, das war auch ganz cool. Aber irgendwie noch nicht so karibisch, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann Grenada war dann so richtig, da ist die Bombe eingeschlagen, da sind wir angekommen in der Karibik. Ja, so war das bei uns auch irgendwie. Erst in den Grenadinen auf Backway sind wir so richtig angekommen. Ja, also diese ganzen kleinen Inseln, die haben uns richtig gut gefallen. Wir hoffen, dass das jetzt hier wieder so wird, weil jetzt in Limerer mit 1000 Masten um einen herum fahre ich nicht mit dem Dinghy von Boot zu Boot und schlag alle an. In so kleinen Buchten mit 6 Schiffen kann man das durchaus machen. Ja, genau. Wir freuen uns auf Dominica auf jeden Fall. Wenn ihr gerne wandert, müsst ihr unbedingt den Boiling Lake Hike machen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch euer Video gesehen. Absolut geil. Weil wie gesagt, Sightseeing machen wir eher weniger. Also machen wir schon gerne, wenn wir so gute Tipps bekommen haben. Aber unser Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf den Leuten, auf den Menschen. Ja, und irgendwie die Kultur kennenlernen und so. Also das muss ich auch betonen, die Leute sind wirklich alle sehr nett. Lassen ihre Arbeit stehen und liegen, wenn man an ihnen vorbeiläuft, sprechen einen an, dann spricht man mit denen über Gott und die Welt und dann läuft man irgendwann weiter. Und finden wir super. Ja. Local Street Food finden wir auch ganz cool, wenn es sowas irgendwo günstig zu kaufen gibt. Mit den Einheimischen dann da was essen und mit denen reden. So kommen wir irgendwie besser an die Länder heran, als uns sie nur anzugucken und ein Foto zu knipsen. Ja, das ist so der feine Unterschied, wenn man mit einem Segelboot unterwegs ist und dann gehört man irgendwie so ein bisschen dazu schon, als wenn man dann nur dahin fliegt und seine 2 Wochen in einem 5-Sterne-Hotel verbringt, ne? Ja klar, auf jeden Fall, das ist ein Riesenunterschied, das stimmt schon. Gerade wenn man auf so einem kleinen, alten Segelboot unterwegs ist wie wir, werden wir irgendwie noch eher angesprochen, weil, weiß nicht, wir sind halt irgendwie näher zu den Menschen, warum auch immer, mit so einem nicht so großen, mächtigen Boot. Ja, das stimmt schon. Ja. Irgendwie, warum auch immer, sind wir den Leuten irgendwie sympathischer, als wenn mit so einer großen, gut aussehenden Yacht ankommen. Wobei unser Schiff auch sehr gut aussieht, muss ich mal sagen. Ja, super. Tut's. Habt ihr völlig recht. Ja, hier haben wir unsere Navigationsecke, wo wir einmal das iPad lagern bei Langfahrten oder wenn wir nicht segeln. Dann haben wir unser GPS-Gerät und unseren Batteriewächter oder Batteriemonitor. Unsere Schaltpaneele, wo wir alle möglichen Leuchtmittel bedienen oder schalten können. Funke und unser schöner Kartentisch, der aber eher als Ablage genutzt wird. Ja, natürlich nicht zu vergessen unser Satellitentelefon. Da sagen wir dann so mal alle 2 Tage, wenn wir auf Langfahrt sind, wo wir uns gerade aufhalten, wie es uns geht. Also meistens sagen wir nur alles gut und geben die Position durch. Gibt's hier noch eine nette Geschichte, Fragen nach Nachrichten aus der Welt und so. Ja, braucht man auf jeden Fall nicht unbedingt, aber ist eine nette Sache. Ja, also das ist die Toilette. Auch wie der Holländer gesagt hat, der uns mal nach Hause eingeladen hat, ganz trocken, this is very shit. Ja, das war's dann auch schon. Wir haben eine Tür, die wir nicht richtig zumachen können, aber so ein bisschen Sichtschutz bringt schon mal. So, das Vorschiff,
ist gerade voll, weil wir mal wieder uns proviantiert haben in den europäischen Inseln, auf Guadeloupe. Und ja, wir haben hier halt immer Werkzeuge und noch ein Gemüsenetz für Sachen, die sich länger halten, Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln. Da vorne immer in Tupperdosen, dann so Reis, Mehl, Nudeln, alles in viel großen Mengen. Unser Dosenvorrat, sowohl Bier, Cola als auch natürlich Essbares. Wir haben hier so eine kleine Kiste festgegurtet mit Flüssigkeiten drin, Öle und sowas. Zum Reparaturen auch ein paar Ersatzteile haben wir natürlich mit überall für alles Mögliche. Bisher kamen wir ganz gut aus mit unseren eigenen Reparaturen. Und so die wichtigste Eigenschaft, die so ein Vorschiff haben muss in der Karibik, ist eine Luke, die man aufmachen kann, wo dann ordentlich Wind reinkommt. Und dazu haben wir diesen tollen Windfang da, der, wenn der Wind von vorne kommt, was ja eigentlich beim Ankern so sein sollte, ganz gut wirkt. Das ist natürlich gerade wieder nicht der Fall. Sehr geil, oder? Ja. Als wir über die Finanzen gesprochen haben, da haben wir nur darüber gesprochen, wie ihr euch das Schiff zugelegt habt, ne? Also wie finanziert ihr euch die Reise selber eigentlich? Auch vom Gesparten? Nee, das Gesparte war alle nach dem Bootskauf. Also da waren wir bei null und dann haben wir ja noch ein Jahr arbeiten können. Und Lennart ist dann ja sogar noch auf Vollzeit umgestiegen, auf 30 Stunden. Genau, ich war schon ein Jahr früher als Walle fertig mit der Schule und habe dann eine Festanstellung bekommen. Das habe ich, glaube ich, 8 Monate gemacht. Und Walle hat Minijob, genau, neben dem Abi gemacht. Ja. Also so kam dann das meiste Geld nochmal rein für die Reise. Wir haben halt Networking betrieben und die Leute kannten uns, wollten uns helfen, haben uns Sachen bereitgestellt und unterstützt mit irgendwie Kabeln für die Elektrik durften wir einfach benutzen und alles. Ja, oder Zeug. 45 Meter Ankerkette haben wir geschenkt bekommen und einen Anker haben wir auch geschenkt bekommen. Ja. Also schon richtig coole Sachen. Und dann haben wir halt mit all diesen Leuten, die irgendwie Teil der Reise waren, Freunden, Familie und sonst was, eine riesige Abschiedsparty gemacht und die hat uns auch nochmal ordentlich was finanziert mit all den Mitbringseln und Sachen, die sie uns mitgeben wollten und das. Ja, so kommt man dann auf genug Geld, weil man braucht ja eigentlich nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr lebt wahrscheinlich auch nur mit den ganz grundlegenden, Basics halt, ne? Also nicht so teuer quasi, euer Lebensstil. Nö, wir leben nicht unbedingt teuer, aber wir halten uns auch nicht gerade zurück, weil wir halt gerne mal mit den Einheimischen Bier trinken oder da essen, was die essen. Also wir brauchen wir brauchen unter 1000. Ja, zusammen und knapp unter 1000, ja. Okay. Aber ja, also wir haben schon Leute getroffen, die uns erzählten, dass manche zu zweit unter oder um die 500 Euro ausgeben. Das finden wir schon echt krass. Also da muss man ja, ich weiß nicht, wie die das machen, ob die nur von Fisch leben oder so. Also wir leben schon gut mit viel frischem Essen, viel wird gekocht. Apropos Fisch, fangt ihr eigentlich auch was? Ja, auf dem Atlantik ein Mai Mai und vorher, also noch in Europa, so Tuna und Bonitos und so ein Kram. Aber in der Karibik angeln wir immer nur fleißig Krautaale. Ja, genau. Ja, weiß nicht, du wirfst die Angel raus und 5 Minuten später hast du Kraut dran. Und dann holst du sie rein und wirfst raus und die ganze Zeit. Ja. Macht keinen Spaß. Ja, nee, war bei uns auch so. Das ging dann erst in der Region um Kolumbien wieder. Aber Ostkaribik war irgendwie leer. Eure Tour zurück zu, eure Pläne haben wir ja schon. Also nach der Saison geht's zurück, ne? Was wird denn dann aus der Andiamo, wenn ihr wieder zurück seid? Ja, die wollen wir möglichst schnell verkaufen eigentlich, weil wir beide ja neue Projekte und neue Pläne haben. Walle möchte studieren und ich starte ja meine Mini-Transat-Kampagne mit dem Transocean zusammen. Ja, bereite mich darauf vor, 3 Jahre, sag ich mal, mit Qualifikationsregatten, Trainings und sowas alles. Cool. Schöner Plan, auf alle Fälle. Ja, sehr schön. Also da haben wir jetzt eigentlich alle Fragen, die wir uns so notiert haben. Ja, sehr cool. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, nochmal irgendwann was von euch zu hören oder so. Ja klar, na, wenn ihr wieder zurück in Deutschland seid, können wir uns ja auch mal treffen oder so, ne? Machen wir es mal in live. Ja, zum Beispiel. Dank euch und ihr werdet dann sicherlich von irgendwo unsere Folge sehen mit euch. Na dann euch noch eine schöne Zeit, ja? Genießt. Euch auch und übersteht den Winter gut. Ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran auf alle Fälle. Ist nicht einfach, aber wir arbeiten dran. Ja, Bootsarbeit lenkt doch immer ganz gut ab. Genau. Also, ihr beiden. Wir hören voneinander, ja? Viel Spaß, ciao. Ciao. Und wenn ihr mehr wissen möchtet über uns, dann könnt ihr natürlich auch unseren Blog verfolgen auf sailingandiamo.blogspot.com.